4 Siege in Folge, Platz 4 in der Tabelle. Es läuft für den SK Buntigammer Sturm Graz. Ich begrüße Sie also zu einer durchaus positiven Folge von Dein Verein gemeinsam mit Alfred Tata. Servus. Es gibt so Phasen im Leben, da läuft es einfach. Ist es so einfach erklärt, was im Moment bei Sturm passiert, oder siehst du doch mehr? Naja, das würde unterstellen, dass man darauf keinen Einfluss nimmt, dass es läuft. Aber das ist im Fall der Sturm Graz überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil, das, was im Sommer geschehen ist mit der Neuinstallation eines Trainerteams und davor schon mit Andreas Schick als Sportchef, hat über die Monate der Arbeit hinweg so einen Lauf induziert. Ja, was man nicht alles lernt von dir. Der 4. Sieg in Folge, der war auf jeden Fall gegen die Austria am Samstag. Sehr brisantes Spiel, möchte ich sagen, für den Trainer, ob seiner Vergangenheit. Wir schauen dann noch einmal die 4 Tore an. Die Torschützen waren David Nemeth, dann zweimal Ota Kiteschwili und Bekim Balay hat als Joker dann auch noch gestochen. Was war für dich der wesentliche Schlüssel zum Erfolg? Naja, wesentlich, dass Sturm heuer so gut dasteht, auch in der Tabelle, ist, dass man auf eine sehr solide Verteidigung bauen kann. Und man hat die wenigsten Gegentreffer in der Liga erhalten. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Wie wir jetzt gesehen haben, 4 Tore bei der Austria muss man erst machen. Auch das Offensivkonzept stimmt. Also dieses 4-Raute-2, das ja Christian Ilzer bevorzugt, hat bei Sturm Graz die entsprechenden Spieler dafür und auch den Willen, das umzusetzen. Also man sieht, bei Sturm ist alles relativ rund. Und da hilft in einem Spiel, wie es gegen die Austria war, auch zum Teil, dass der Gegner eine rote Karte erhält und man dadurch sein Spiel noch besser durchbringt. Aber trotzdem, sowohl defensiv als auch offensiv, als auch der Wille, erfolgreich zu sein, das stimmt momentan bei Sturm. Es läuft also bei den Steirern. Wie hast du auch die Entwicklung gesehen von Christian Ilzer jetzt in diesen ersten 10 Runden? Ich denke, ein Profitrainer hält sich nicht zu lange damit auf, was war in der Saison davor. Deshalb glaube ich nicht, dass das Spiel bei Austria Wien ein besonderes Spiel war, um irgendeine Revanche oder irgendwas zu nehmen. Das ist nur für Amateure. Profis haken das ab, konzentrieren sich auf die Arbeit beim jetzigen Verein, wo man ist, und will damit erfolgreich sein. Und was der andere macht, das zählt überhaupt nicht mehr. Daher seine Entwicklung, wenn man beim Trainer von Entwicklung sprechen kann, die Kurve zeigt wieder nach oben. Wobei die Frage erlaubt ist, ob das, was bei der Austria geschehen ist, wie wir an den jetzigen Nachfolger sehen und auch dem Vorgänger von ihm, ob bei der Austria nicht generell die Kurve nach unten gezeigt hat. Ja, aber wir sind ja jetzt bei Sturm und deswegen wollen wir jetzt den Sturmtrainer hören, Christian Ilzer, was er nach diesem Spiel zu sagen hatte. Ja, das ist natürlich ständiges Thema, das wir uns auch immer wieder vornehmen, dass wir auf spezielle Situationen, wenn wir ein Tor schießen, dass wir dann nochmal nachsetzen, dass wir nicht zufrieden sind mit dem 1:0, mit dem 2:0, dass wir versuchen, aus jedem Spiel wirklich das Maximum rauszuholen, und wir haben es dann auch gesehen, dass die Spieler, die reinkommen, wieder für gute Energie gesorgt haben, für die nötigen Impulse, um dann wirklich ein klares Ergebnis zu erreichen. Ja, und im nächsten Spiel, da geht es dann gegen die Admira. Jetzt hätte manch einer vor diesem Wochenende vielleicht gesagt, das ist eine gemeine Wiesen. Aber wir wissen, was auch die Admira an diesem Wochenende geleistet hat. Trotzdem, die Zahlen, Fakten und Daten sprechen schon eher für die Steirer. Schauen Sie mal, was wir da herausgesucht haben, wie die bisherige Bilanz aussieht. Es sind also durchaus gute Aussichten für Sturm. Denn Sturm hat die vergangenen 7 Spiele gegen die Admira gewonnen. Man hat in den vergangenen 7 Spielen traf Sturm immer 2-mal oder öfter, und Christian Ilzer verlor keines seiner Spieler gegen die Admira. 2 Siege, 4 Remis als Austria-Trainer oder auch als Trainer des WRC damals. Ich glaube aber zu wissen, dass du nicht viel von Fakten und Daten hältst, oder? Oder von Statistiken? Ja, aber ich halte sehr viel von Rasenmähern, die eine Leistung haben. Um eine gemähte Wiese zu vollziehen, muss der Motor von deinem Rasenmäher ordentlich auf Touren sein, und der ist bei Sturm. Daher, es könnte durchaus eine gemähte Wiese sein. Dann schauen wir mal. Wir wollen jetzt zu einem jungen Mann kommen, der seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat, vor kurzem, nämlich der 3. Torhüter, Luka Maric. Und wenn Sie diese Geschichte jetzt sehen, dann werden Sie sagen, ja, es hat ja gar nicht anders ausgehen können. Ich sehe Sturm Graz überall, wo ich mich umschaue. Es ist
mit sehr viel Stolz verbunden. Luka Maric, 18 Jahre alt, geht noch zur Schule und vor kurzem hat der Tormann bei Sturm Graz seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Richtig cooles und herrliches Gefühl, weil also seitdem ich denken kann, kenne ich nur Sturm Graz. Also ich bin mit dem Verein aufgewachsen, meine Eltern arbeiten das ganze Leben schon da. Und es war immer mein Ziel, also den ersten professionellen Vertrag bei Sturm Graz zu unterschreiben. Ein Weg, der vorbestimmt war? Seit mehr als einem Vierteljahrhundert ist sein Vater bei den Grazern Zeugwart, die Mutter arbeitet im Facility Management. Papa und Mama, die wohnen da im Trainingszentrum, wir haben da eine Wohnung. Und eben das Erste, was ich gesehen habe als kleines Kind, war eben der Fußballplatz, eben 4 Fußballplätze. Und es ist, ja, einfach, das hat nicht jeder. Und das hat mir einfach auch viel geholfen auch und hat, deswegen glaube ich, hat kein anderer Weg dabei vorbeigeführt, dass ich Fußballer werde. Das Trainingszentrum quasi als eigener Garten. Seit seiner Geburt ist er immer in der Nähe der Profis. Manchmal habe ich mich auch aufs Feld gestellt, wo der Franco Foda noch 2008, 2009, 2010 Trainer war, 11 Meistersaison, habe ich mich ins Tor gestellt. Da haben Spieler wie Mario Kinzel, Mario Haas, Sami Muratovic hingeschossen und da habe ich schon die Bälle von ihnen abgewehrt. Papa hat immer gesagt, ich soll ruhig rüberschauen, ich soll von denen lernen. Der Mama hat es nicht so gedacht, dass ich im Massageraum, da wurden halt ein paar Geschichten erzählt, die nicht so ganz jugendfrei waren. Aber die habe ich halt dem Papa erzählt und der Mama nicht. Es sind Momente, die enorm prägen. Dazu zählt natürlich auch die Meisterfeier im Jahr 2011. Ein kleiner Junge, damals ganz nah dran, mittendrin im Ausnahmezustand. Das wird doch nicht wieder dieser Luka Maric sein, oder? Doch, das war ich. Also, ja, ich bin halt nach dem Foto, sind halt die ganzen Spieler nach vorn gesprintet und ich habe mich von hinten, ich bin ganz hinten am Papa seine Schultern umgesessen und bin halt als erster vorgesprintet und wollte ganz vorne beim Foto sein. Und dann sind, glaube ich, 3 Spieler mit Hölzl, Kinzel und Burgstall auf mich umgelegen und dann hat mich der Sami Muratovic rausgezogen und eigentlich ja, vor Ersticken quasi gerettet. In Messendorf kennt ihn einfach jeder, die aktuellen und die ehemaligen Kicker. Für uns Spieler aber damals immer die Frage, was wird der Luka mal beruflich werden? Der beste Profi aller Zeiten, weil er aufgewachsen ist im Trainingszentrum Messendorf, oder aber der beste Zeugwart, weil so viel wer Mama und Papa geholfen hat dort im Trainingszentrum, unglaublich viel Zeit er dort verbracht hat. So viel Blödsinn, Luka, wie du von uns damals mitbekommen hast. Meine Frage an dich wäre, erzähl einmal, was war der verrückteste Satz, den jemals einer von uns zu dir gesagt hat? Auf die Schnelle fällt mir eigentlich gar kein Satz ein, nur eine Geschichte, die das Danko auch sicher miterlebt hat. Wir haben in der Kabine, eben jeder hat seinen eigenen Kasten. Und damals, wo ich noch, glaube ich, 1,40 groß war, war ich damals mit Patrick Wolf gemeinsam und einigen Spielern, haben sie mich in den Kasten oben eingesperrt. Und während der Besprechung bin ich oben drin gesessen und das war halt ganz lustig auch. Jetzt trainiert er mit den Profis und hat noch einiges vor. Auf jeden Fall will ich noch Spielpraxis bei den Amateuren sammeln und dann schauen wir mal, was die Zeit mit sich bringt, ob ich dann vielleicht in ein paar Jahren, 1, 2, 3 Jahren auch vor der Nordkurve mal hoffentlich wieder mit zuschauen, weil in der Zeit ist es ja halt ein bisschen schwierig. Aber auf jeden Fall vorzuschauen, mein Debüt vielleicht mache und dann werden wir sehen. Luka Maric, aufgewachsen und ausgebildet in Messendorf. Er trägt Sturm-DNA in sich. Für ihn ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Ja, wunderschöne Geschichte von Ronny Mann. Wie sehr geht dir das Herz auf, wenn du solche Beiträge siehst? Herrlich, wirklich. Das ist Labsal für die Seele. Und den muss man ja fast halten, den Mann auf ewig, weil was der alles weiß. Was auch immer so beim Massieren erzählt wird, das weiß ich ja nicht. Das willst du weißt gar vielleicht nicht mehr. Ja, ja. Ja gut, also junger Mann, wir sind gespannt, wann er dann vielleicht das erste Mal bei der Kampfmannschaft spielen darf. Einer, der vermutlich auch viel zu erzählen hat, vielleicht auch über Luka Maric, ist der Tormann-Trainer, ist Roland Goriub. Und den stellen wir Ihnen jetzt auch vor, bitte erzählt ein bisschen was. Er ist nämlich einer von uns. Spaß
Spaß macht sehr viel, das kann ich gleich vorausschicken. Bin Leiter der Tormann-Ausbildung, das heißt, bin selber bei den Sturm-Amateuren jeden Tag am Platz und bin aber in Koordination mit den Akademie-Tormann-Trainern und mit den Nachwuchs-Tormann-Trainern mit sehr, sehr starkem Austausch, auch mit Stefan Loch als Tormann-Trainer von der Profimannschaft. Und unser Ziel ist es, Torleute von Nachwuchs bis in die Profimannschaft zu entwickeln, wo wir jetzt die letzten 8-9 Jahre schon sehr, sehr tolle Spielerentwicklungen mitverfolgen haben dürfen oder begleiten haben dürfen. Und das ist die Hauptaufgabe und ich genieße es auch, eben jeden Tag selber noch auf dem Platz zu stehen als Trainer und meine Erfahrungen und meine Ideen weiterzugeben. Also schöne Einblicke, die wir auch da bekommen haben, Fredl. Und ist es irgendwie so, zeigen auch diese zwei Geschichten, dass da jetzt bei Sturm wieder etwas ist, was wir vielleicht im letzten Jahr oder auch vor 2 Jahren vermisst haben, dieser Zusammenhalt wieder, das Gefühl dieser großen Familie? Das ist das alte Thema im Fußball. Wenn du Erfolg hast, kannst du alles erzählen. Die Familie und der Sonnenschein und die Gmadewiesen. Und wenn du Misserfolg hast, die Krawatten vom Zeigwart und den... Es ist immer erfolgsabhängig, wie sich der Verein nach innen sieht und wie er sich nach außen präsentiert. Seit wann trägt ein Zeugwart eine Krawatte? Na gut, wie auch immer. Wir wollen vielleicht noch ganz kurz generell darüber sprechen. Wo war das Sturm? Sie sind im Moment auf dem 4. Tabellenplatz. Wo siehst du sie, sagen wir mal, bis zur Punkteteilung? Bis zur Punkteteilung sind es noch 13 Spiele. Man hat ja noch das Nachtragsspiel gegen den WRC, das vermutlich im Frühjahr ausgetragen wird. Und jetzt 2 Spiele im Herbst. Und wenn man die Punkteanzahl ansieht, dann könnte es sein, dass plötzlich irgendwann einmal Sturm auf dem ersten Platz steht. Also es ist wirklich sehr viel möglich. Da freuen wir uns drauf. War wie immer sehr interessant. Danke dir für deine Einschätzungen. Danke, dass Sie dabei waren. Haben Sie noch eine schöne Woche und bis bald.